Musikgeschichte, die Wiener Klassik. In diesem Video möchte ich dir die Grundzüge der Wiener Klassik erklären. Ich nenne wichtige Komponisten, zentrale Gattungen und Kompositionsformen sowie typische Epochenmerkmale. Also, los geht's! Als Wiener Klassik wird die Periode zwischen etwa 1770 und 1830 bezeichnet. Dabei ist die eigentliche Epoche der Klassik noch etwas größer und kann auf etwa 1750 bis 1830 datiert werden. Die Wiener Klassik ist dabei eine Bezeichnung für eine Gruppe herausragender Komponisten, die zu dieser Zeit besonders großen Einfluss auf die Musik hatten. Es sind Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Sie alle arbeiteten mindestens zeitweise in Wien, woher letztlich auch der Name der Epoche stammt, obwohl sie dort alle nicht geboren wurden. Welche Gattungen waren in der Wiener Klassik eigentlich zentral? Unter den Instrumentalformen sind besonders die Sonate und Sinfonie sowie das Streichquartett zu nennen. Die Sonate ist ein mehrsätziges Werk für Klavier, manchmal auch mit einem Zusatzinstrument. Eine Sinfonie ist im Grunde genommen eine ebenfalls mehrsätzige Sonate für ein gesamtes Sinfonieorchester. Unter den Vokalgattungen wurde die Oper noch weiter ausgebaut und gewann somit ebenfalls an Bedeutung. Parallel zur Sinfonie und der Sonate entwickelte sich die Sonatenhauptsatzform. Wie schon der Name vermuten lässt, als formgebendes Prinzip der Gattungen Sonate und Sinfonie eben. Dieses Kompositionsprinzip ist so wichtig, dass ich hierüber ein eigenes Video erstelle. Die Musik der Wiener Klassik zeichnet sich durch ihre klare Form und Struktur aus. So beruhen viele Kompositionen und Themen auf einem symmetrischen Aufbau. Das Klangideal ist dementsprechend ein ausgewogener, symmetrischer und kompakter Klang, ohne größere Extreme oder Übertreibungen, wie es später in der Romantik der Fall sein wird. In der Klassik etablierte sich erstmals eine feste Besetzung für das Sinfonieorchester. Dieses wird von einem Streichersatz dominiert und durch Flöten, Klarinette, Oboe, Fagott sowie Horn und Trompete, später auch Posaune und Pauke ergänzt. Diese zusätzlichen Instrumente dienten dabei vornehmlich der Farbgebung und Auflockerung des Orchesterklangs. Du hast noch Fragen? Dann schaue dieses Video einfach nochmal von vorn oder suche im Internet nach weiteren Websites. Natürlich kannst du auch nochmal in dein Musikbuch schauen oder deinen Lehrer fragen.